Wer schließt eigentlich die große Lücke zwischen der RTX 4080 und 4090? Hallo Freunde der niedrigen TDPs und willkommen zu einem weiteren News-Video an diesem traumhaften Mittwoch. Die Sonne scheint, die Temperaturen steigen und die TDPs, die sinken. Was ein wunderschöner Tag das da ist. Ach, ihr wisst gar nicht, wovon ich spreche. Das macht überhaupt nichts. Nach diesem Video seid ihr auf jeden Fall ein wenig schlauer. Und wer nach diesem Video dümmer ist, der sollte sich unbedingt melden. Übrigens nicht bei mir, sondern gegebenenfalls bei seinem Arzt. Nun aber genug der Blödsinnlaberei. Ab zu News Nummer 1. Ungewöhnlich aber war, heute gibt es keine Wahrmach-News. Wir fangen heute tatsächlich mal mit einer der interessantesten News des ganzen Videos an. Wenn nicht sogar die interessanteste. Und zwar geht es um AMDs Ryzen 7000 CPU-Generation, die uns ja ab dem 15. September beglücken wird. Das Datum solltet ihr euch übrigens unbedingt hinter dem Sockel schreiben, wenn ihr aufrüsten wollt. Vorgestellt wird das Ganze übrigens dann schon am 30. August. Und wenn das Ganze zeitlich so passen sollte, dann gucken wir uns das natürlich gemeinsam auf meinem Twitch-Kanal, das Monty an, der übrigens aktuell im Urlaubsmodus ist. Aber was hat sich denn nun eigentlich so getan auf der Ryzen 7000 Front? Eine ganze Menge, denn die Kollegen von Videocards haben mal wieder einen ganzen Haufen an spannenden Infos zugespielt bekommen und ich bin ganz ehrlich, die Quellen, die würde ich ganz gerne mal wissen. Nicht nur, dass sie nun fast die offiziellen Europreise bekannt gegeben haben, nein, auch die neue Verkaufsverpackung, zumindest der Ryzen 9 CPUs, ist nun mittlerweile bekannt und die unterscheidet sich recht deutlich von allen Vorgängern. Und im ersten Moment dachte ich, dass es sich hier vielleicht sogar um einen Threadripper handeln könnte, was natürlich völliger Blödsinn ist, denn dazu ist die CPU viel zu winzig. Ein Threadripper, der ist gefühlt nämlich so groß wie der ganze Karton. Zwar sehen wir hier nur die Ryzen 9 Verpackung, aber auch die von Ryzen 7 und 5 sollte zumindest relativ ähnlich aufgebaut sein, auch wenn der Ryzen 9 immer eine etwas schickere Box bekommen hat. Mit Intel kann das aber alles natürlich überhaupt nicht mithalten, denn Intel übertreibt es bei seinen Top-CPUs natürlich immer ein klein wenig. Das Foto hat übrigens noch einen weiteren Zweck, nämlich die Echtheit der genannten Preise zu bestätigen, da beides wohl irgendwie im Zusammenhang steht, denn die Preise wurden laut Videocards zusammen mit den Fotos geliefert. Wobei die Kollegen ehrlich gesagt ja gar keine genauen Preise nennen, sondern nur die Unterschiede zu den Vorgängern. So soll der Ryzen 7 7700X genauso teuer sein wie der 5700X, 299 US-Dollar nämlich. Der 7800X soll aber etwas teurer als der 5800X sein. Hier werden in der Tabelle von Videocards dann 449 US-Dollar genannt. Das sollte auch dem Europreis entsprechen. Und dass die Preise des 7700X und 7800X im Vergleich wenig Sinn ergeben, das sollte, glaube ich, jedem klar sein. Der Preis des 5700X kam nämlich erst vor kurzem zum Tragen und ist genauso hoch wie bei Release des 5600X. Der 7700X sollte demnach natürlich deutlich mehr als die 299 US-Dollar kosten. Und auch die Ryzen 9er sollen etwas über dem Vorgänger liegen, womit dann beim 7900X 549 US-Dollar in der Tabelle stehen und beim 7950X 799 US-Dollar. Alle Preise sind übrigens mit einem Plus versehen, es könnte also durchaus noch ein bisschen teurer werden. Der 7600X fehlt leider, aber genau hier sollte man sich natürlich die 299 US-Dollar merken. Denn die Preise klingen alle fast sehr realistisch, bis auf den 7700X, der sicherlich eher 399 US-Dollar kosten wird. Hierzu hat auch Gremlin55 noch einen interessanten Tweet losgelassen, der mit dem Preis des 7700X nämlich auch nichts anfangen kann. Hier bringt er zum Preis des 7800X von 449 US-Dollar sogar einen 7800X 3D ins Spiel. Ja, ich würde mal sagen, mal abwarten. Spannend ist das alles aber allemal. Für mich das Highlight dieser News ist aber ganz klar die schicke Ryzen 9 Box. Juhu, endlich ist es soweit. Intels A-Grafikkarten haben Europa erreicht. Okay, einen gewissen Sarkasmus kann ich natürlich nicht verbergen. Aber ja, es ist wahr. Zumindest in Frankreich kann man nun einen ersten Fertig-PC mit einer Intel Arc A380 kaufen. Und zwar beim französischen Händler Boulanger.com. Sorry wegen meiner Aussprache. Meine Französischkenntnisse sind nicht nur eingerostet. Es gab sie nie. Der PC nennt sich Acer Nitro N50640 und wird von einem Intel Core i5 12400F befeuert, neben der sich dann die Arc A380 gemütlich machen darf. 16 GB RAM und eine 512 GB SSD runden das Paket ab, das dann aber stolze 950 Euro kosten soll.
Puh, das ist nicht ohne, wenn man bedenkt, dass wir es hier gefühlt mit einer Prototypen-Grafikkarte zu tun haben. Und dass das Ganze übrigens auch in Deutschland nicht mehr weit entfernt ist, beweist ein Blick auf die Acer-Website. Denn dort wird der Nitro 50 auch schon beworben, und zwar mit Intel Arc-Grafikkarte. Wir sehen also, es tut sich was bei Intel Arc. Nicht viel, aber so langsam schwappt die Hardware auch zu uns hier rüber. Was ich übrigens natürlich sehr begrüße. Nur die Frage aller Fragen ist eigentlich, was ist mit den Do-it-yourself-Grafikkarten? Dazu hört man von Intel nämlich genau so viel. Wobei, nicht ganz, denn Intel hat immerhin einen sehr nichtssagenden Bericht zu Intel Arc veröffentlicht, denn hier gibt es weder Preise noch Release-Daten oder irgendwelche technischen Daten zu bewundern. Das Highlight ist ganz klar noch ein neues Rendering einer A770 Grafikkarte, die tatsächlich sehr, sehr schick aussieht. Aber so ganz nichtssagend ist der Artikel dann doch wieder nicht, wollte ich sagen. Wenn auch nur sehr grob, gibt es immerhin die Aussage, dass Intel Arc Grafikkarten in diesem Jahr an den Start gehen sollen. Sowohl beim Einzelhandel als auch im Intel eigenen Store sollen diese dann nämlich verkauft werden, aber es fehlt halt natürlich das Datum. Ansonsten gibt es aber nur das übliche Marketing, bla bla bla, ohne irgendwelchen echten Inhalt. Aber ja, ein bisschen schade das Ganze. Aber naja, immerhin tut sich ein bisschen. Bei Nvidia, da tut sich aber so einiges, aber leider nicht im Sinne von Nvidia, denn bei Nvidia geht es aktuell wohl mit den Umsatzzahlen ein bisschen steil bergab. Wie kann das nach den ganzen Rekordumsätzen überhaupt sein? Nvidia hat hier nämlich schon mal vorab die vorläufigen Geschäftszahlen für das zweite Quartal 2022 veröffentlicht. Der Grund ist klar, es wird von einem starken Umsatzeinbruch gewarnt. Erwartet wurden ja stolze 8,1 Milliarden US-Dollar Umsatz, also minimal weniger als im ersten Quartal. Die werden aber wohl weit verfehlt und wurden auf 6,7 Milliarden korrigiert. Der Grund dürfte wohl selbst jedem 5-Jährigen aktuell klar sein, natürlich die Gaming-Sparte. Denn nach dem fast kompletten Wegfall des Minings werden ja deutlich weniger Grafikkarten verkauft. Und die, die am Lager sind, die bleiben genau da, wo sie sind, halt am Lager. Denn auch wenn die Preise deutlich erträglicher geworden sind, sind sie weiterhin viel zu hoch für die meisten potenziellen Kunden. Besonders so kurz vor Release einer neuen Generation. Und das hätte natürlich auch Nvidia selbst wissen müssen. Gemeldet wird von Nvidia aber ein Umsatzrückgang von 44% im Bereich Gaming. Und das ist massiv. Und ja, bei den aktuell so hohen Preisen ist das auch überhaupt kein Wunder. Natürlich können die Gamer nicht allein die vielen fehlenden Mining-Grafikkarten ersetzen, aber das Ergebnis könnte mit sinnigen Preisen natürlich sicherlich deutlich besser ausfallen. Aber was plagen uns RTX 3000 Umsätze von Nvidia? Wir alle warten noch auf RTX 4000. Sicherlich auch ein Grund für den Umsatzeinbruch. Und auch dazu gibt es heute wieder Massen an News, die ich euch jetzt hier mal vortragen werde. Zum einen wurde nun übrigens auch vom AGF auf Twitter bestätigt, dass die Boardpartner von Nvidia schon alle nötigen Infos zum Bau ihrer eigenen Custom-Grafikkarten haben sollen. Eine ähnliche News gab es übrigens auch schon im letzten Video, die hiermit jetzt wohl bestätigt wird. Und die logische Konsequenz des Ganzen, es wird natürlich mehr Leaks geben. Wobei das eigentlich fast kaum geht, aber die Leaks sollen laut AGF mehr Substanz bekommen. Was natürlich auch klar ist, dass diese dann natürlich direkt von den Boardpartnern bzw. halt deren Maulwürfen stammen. Und klarere Leaks sind natürlich definitiv wünschenswert. Denn so toll die vielen aktuellen Leaks auch sind, ja, so wirklich schlau wird man nicht daraus, denn gefühlt ändern sich jede Woche mindestens einmal die ganzen Spezifikationen von RTX 4000. So auch heute. Und ich bitte eindringlich darum, dass die nun folgenden Leaks auch der Wahrheit entsprechen. Denn was geht uns bisher am meisten an den RTX 4000 Grafikkarten auf den Sack? Richtig, der hohe Stromverbrauch natürlich. Und vielleicht hat diesen Mini-Shitstorm ja auch Nvidia selbst mal mitbekommen und nun ein wenig dran erinnert. Denn die hohen TDPs, die RTX 4080 und 4070, scheinen nun Geschichte zu sein und auf ein akzeptables Maß angepasst worden zu sein. Denn der Cobalt 7 Kimi verkündete gestern auf Twitter, dass bei der RTX 4080 nun nur noch 320 Watt statt über 420 Watt erwartet werden und die RTX 4070 soll gar mit nur 285 Watt statt 300 Watt auskommen. Natürlich ist die neue TDP der 4070 jetzt kein Meilenstein, aber immerhin etwas. Aber dass eine RTX 4080 nur mit 100 Watt weniger auskommen soll als gedacht, das schon. Denn das ist ein riesengroßer Unterschied. Klar sollte in diesem Zusammenhang aber auch sein, die Leistung wird natürlich ebenfalls deutlich sinken. Denn weniger Stromverbrauch ohne Leistungsverlust, das ist halt irgendwie nicht machbar.
Von mir gibt es auf jeden Fall einen fetten Daumen nach oben dafür, falls das Ganze stimmen sollte. Ja, und nach langer Zeit auch mal wieder gemeldet hat sich Kitty auf Twitter mit dem aktuellen Namen Elysian Realm. Und dieser Tweet könnte die Diskrepanz zwischen der RTX 4090 und 4080 auch lösen, denn beide Karten weisen eine Threadripper große Lücke auf. Gefühlt ist die 4090 doppelt so schnell wie die 4080. Besonders mit der neuen niedrigeren TDP könnte das wirklich schon genau in diese Richtung gehen. Und dass so eine große Lücke geschlossen werden muss, das sollte wohl klar sein. Wie die Karte heißen sollte, natürlich auch, nämlich RTX 4080 Ti. Und genau zu dieser möglichen Karte gab es nun von Kitty ein paar technische Daten. Und diese mögliche 4080 Ti bekommt, wie bei der aktuellen Generation, auch den 102er Chip spendiert. Aber natürlich in der kleinsten Ausführung mit nur noch 14.848 CUDA-Kernen. Das sind knapp 10% weniger als auf der RTX 4090. Der Speicher soll aber mit stolzen 20 GB daherkommen, der mit 21 GBPS aber genauso schnell ist wie auf dem Top-Modell. Nur halt wegen der 20 GB etwas schmaler mit 320 Bit angebunden. Somit dürfte die Karte je nach Tag so 10-20% langsamer sein als eine 4090, immer noch deutlich über der 4080, also in meinen Augen immer noch weiterhin viel zu schnell. Ich tippe da ja auf einen deutlich niedrigeren Takt und TDP, um die Leistung nochmals deutlich zu verringern. Denn optimalerweise liegt eine 4080 Ti genau zwischen der 4080 und der 4090 und das sollte Nvidia hoffentlich irgendwie schaffen. Ein Release ist aber wie immer bei einer 80 Ti deutlich später zu erwarten, also weit entfernt vom Start der RTX 4000 Generation. Und nein, wir sind noch gar nicht durch mit den Leaks, denn noch ganz warm sind die neuesten Infos von Cooper-Zipfen Kimi zu den Taktraten der RTX 4070. Hier wurden ja erst die Tage die technischen Daten aktualisiert, nun kommen übrigens auch noch die Taktraten dazu. Die sind aber niedriger als von mir erwartet, aber natürlich etwas höher als bei der RTX 4090. Der Basistakt startet bei 2310 MHz, was aber in der Praxis nahezu unrelevant ist. Wichtig ist der Boosttakt, der 2610 MHz betragen soll, also weit entfernt von den erhofften 3 GHz, was aber sicherlich auch mit der niedrigen TDP zu tun hat. Denn ursprünglich wollte Nvidia sicherlich deutlich höhere Taktraten. Klar bei Nvidia ist aber auch, dass der angegebene Boosttakt nichts mit der Realität zu tun hat. Und das sieht auch Cooper-Zipfen Kimi so und gibt den realen Takt mit über 2800 MHz an, was ich auch sehr realistisch finde. Und da kommen wir den 3 GHz dann doch gefährlich nah. Wenn man das mal mit der RTX 3070 vergleicht, sind die Taktraten quasi in die Höhe geschossen. An die 900 MHz mit Boosttakt sind eine Hausnummer innerhalb von zwei Generationen. Aber hier musste Nvidia halt auch irgendwie was machen, denn sonst wäre es sicherlich ganz schwer geworden mit AMD mitzuhalten, die ja aktuell sogar schon deutlich höhere Taktraten bieten als Nvidia. Und damit sind nahezu alle technischen Daten der RTX 4070 komplett. Was noch fehlt, ist natürlich die Karte selbst. Und die soll laut aktuellen Infos aber erst 2023 erscheinen. Und mir scheint das kaum noch haltbar mit 2023. Dafür sind die vielen Leaks doch schon viel zu konkret. Ich lehne mich mal ganz weit aus dem Windows 11 Fenster und behaupte, dass die RTX 4080 und die 4070 noch 2022 erscheinen werden. Und wenn nicht, wissen die beiden natürlich sicherlich, was ihnen blüht, ne? Hallo und willkommen zum heutigen Kommentar des Tages und dieser knüpft übrigens direkt an meine letzten Worte aus den News an, nämlich dem Release der RTX 4080 und 4070. Ich glaube ja, dass die 4080 und 4070 noch deutlich dieses Jahr kommen werden, allein weil bald was von AMD kommt. Vor Weihnachten werde ich noch definitiv eine 4080 im Rechner haben. Allein die letzten 20 Male wurde immer Ähnliches behauptet oder nichts gesagt und dann kamen die Dinger immer 2-3 Monate früher als erwartet, obwohl ich auf spätere Releases gehofft hätte. Deshalb verlasse ich mich auch drauf, die 4080 wird zu 100.000% noch dieses Jahr erscheinen. Ja, der Willi kann hier durchaus recht haben, aber ich denke eher, weil AMD ja auch noch da ist. Nur bei AMD stehen die Zeichen auch eher auf 2023, aber bisher kamen neue Grafikkartengenerationen immer so im vierten Quartal raus und das wird auch sicherlich dieses Jahr genauso sein. Sicherlich auch bei AMD. Und mal zur Info, behauptet wird gar nichts, weder AMD noch Nvidia haben irgendwelche Termine genannt. Das sind alles durch die Bank nur Gerüchte und Leaks, die sie alles sind, aber nicht offiziell. Aber ich bin da mit dir ganz einer Meinung. 4080 und 4070 erst nächstes Jahr, das kann ich irgendwie nicht glauben. Und ja, du zitterst schon und ich glaube nicht ohne Grund.
es nützt nichts. Intel hat sich mit seinem ersten Arc-Release keinen Gefallen getan. Wenn Intel keine Termine genannt hätte, wäre übrigens, glaube ich, auch niemand böse gewesen. Aber so sollte Arc ja schon vor fast einem Jahr erscheinen. Und nun läuft Arc nicht mal richtig rund. Aber wie sieht das eigentlich die Community? Käme Arc für euch eigentlich in Frage? Wenn der Preis passt, würdest du jetzt zu einer Intel Arc-Grafikkarte greifen? Nur wenige echte Arc-Fans sind dabei, lediglich 5% würden sofort zugreifen. Weitere 5% würden es aber besser noch ein bisschen warten. 14% haben mal wieder gar keine Ahnung, worum es hier überhaupt geht. Und ja, ich geselle mich zu den 31%. Die Treiber müssen rundlaufen. Vorher gibt es keine neue Grafikkarte. Ist ja auch logisch. 31% sehen das übrigens ganz genauso. Und stolze 46% sind von Intel Arc so verprellt, dass sie niemals zuschlagen würden, egal was kommt. Ja, so eine Einstellung würde ich übrigens niemals haben, denn vielleicht überrascht Intel ja bald mit fix und fertigen Treibern und einer extrem guten Performance zum Schnäppchenpreis. Ich bin sicher, dass dann noch einige der 46% noch zuschlagen wird. Aber ja, ich kann eure Abneigung natürlich aktuell durchaus verstehen. Aber ihr habt hoffentlich keine Abneigung gegenüber meinem YouTube-Kanal. Wenn nicht, dann liked und abonniert auf jeden Fall fleißig. Denn die 200.000 Abonnenten, die wollen schließlich noch in diesem Jahrtausend irgendwann mal geknackt werden. Und nicht vergessen, liken und abonnieren macht schön. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann.